Jetzt wachen nun mir Mond und Katz. Die Menschen alle schlafen schon. Dann trottet über den Rathausplatz. Bert Brecht mit seinem Lampion. Wenn schon der junge Mai erwacht. Wenn schon der junge Mai erwacht. Die Lute sprossen vier und vier. Die Lute sprossen vor und vor. Dann taumelt trunken durch die Nacht. Bett brecht mit seinen Klampfen vier. Und wenn ihr Ernst in Frieden ruht, beseligt ganz vom Himmelslohn, dann stolpert durch die hohlen Gurt. Bert brecht mit seinem Lampion. Durch die hohlen Glut. Bert brecht seinem Lampion. Wer ist Bert Tollbrecht? Kannst du ihn? Ich weiß es nicht. Kannst du ihn? Kannst du Bert Tollbrecht? Nein, und du? Nein, und ich du? Ich auch nicht. Und du? Ich weiß es nicht. Kannst du Bert Tollbrecht? Ich kenne... Ich kenne Bert Brecht nicht. Auf jeden Fall nicht. Kennst du Bertolt Brecht? Kenne ihn auch nicht. Auf jeden Fall nicht. أيكون الرجل الذي يعبر الطريق صامتا هناك قد صار بالفعل بعيدا عن متناول الأصدقاء الذين يحتاجونه. كان يبدو بوضوح رغم أن أنا نفسي لم يكن من المحتمل أن أبلغه هكذا انقضى عمري الذي قدر لي على الأرض أنتم من ستعقبون الطوفان الذي غمرنا حين تتحدثون عن أخفاقاتنا Das Projekt hat im September angefangen und wir haben sofort uns an Bertolt Brecht gemacht. Wir haben Gedichte auswendig gelernt bzw. kennengelernt, Brecht selbst kennengelernt. Das kleine Haus unter Bäumen am See. Von Dach Steig auf, rauf, fährt er. Wie trostlos dann wären. Aus Bäumen und See. Mein Name ist Ismail. Ich bin 40 Jahre alt, ich komme aus Syrien. Ich bin in Deutschland seit 5 Jahren. Ich habe in Syrien für Syrien gearbeitet. Ich versuche, meine Deutsch zu verbessern, damit ich finde eine gute Arbeit finde. Das A, B, C. Und diese Lernen, und es ist nie zu spät, und wir müssen immer dazu lernen. Da können die Leute von euch lernen. Dass ihr das tut. Wir lernen Deutsch. Ich finde, das ist toll. Wir haben viel mit Fotos erst gearbeitet,
Wir haben Bewerbungsfotos gemacht, Fotos von unserem Projekt für die Webseite. Ich heiße Afra, ich bin verheiratet seit 15 Jahren. Ich bin nach Deutschland gekommen mit meiner Familie, meinen Kindern und meinem Mann. Bis jetzt habe ich als Hausfrau gearbeitet. Und ich habe zwei Töchter und einen Jung. Wir machen ein Theaterstück. Mein Sohn, seit dem Tag, an dem uns dein Vater verließ, habe ich niemanden als dich zur Seite. Also insgesamt ist es ja so, dass dieser Ort hier auch irgendwie ein Ort der Gewerke oder auch ein Ort der Inspiration ist, weil sich im Figurentheater eigentlich das Handwerkliche und auch das Künstlerische treffen. Ich habe das auch viele Sachen durchlernen, Sport auch. Und auch neben euch. Einfach nur theoretisch Wörter zu lernen, ist viel schwieriger als mit einer Bewegung. Und das haben wir halt zum Beispiel durch das Warm-up, war das total schön, morgens Vokabeln zu lernen. Also, wir haben probiert, eine Rollenentwicklung zu machen über Kostüm und Maske und das zu übertragen, dass man erstmal anfängt, überhaupt eine Mimik zu verstehen. Ah, hier sieht man das ganz gut. Hier sieht man zum Beispiel, dass der Schnurrbart der Linie von einem Dreieck folgt und die Nase selbst danach auch orientiert ist. Und danach kann man dann wieder reduzieren und Linien einfach wegradieren. Aber man hat selber eine Orientierung und kriegt relativ leicht selber ein Gesicht gemalt oder abgemalt. Eine Theatermaske ist einfach ein anderes Ausdrucksmittel, was einen in ein ganz körperliches Spiel bringt. Brecht war sehr dem Nur-Theater orientiert und das sind japanische Masken. Das ist eine sehr hohe Maskenkunst. Da haben wir erst eigentlich Pappenmasken als Übung gemacht, damit man sich überhaupt dem annähert. Ich heiße Gose, ich komme aus dem Irak, ich habe 5 Kinder, ich bin seit 5 Jahren in Deutschland. Ich lerne Deutsch, ja. Lesen und von Jacqueline schreiben, lesen. Ich heiße Selin Zagal, ich komme aus Syrien, ich bin verheiratet. Ich habe 2 Kinder, einen Sohn und ein Mädchen. Jeden Freitag wir lernen verschiedene Sachen. Manchmal nähen und manchmal Maske. Wir haben letztens meine Maske genäht, ne, für zu Hause, die schwarzen. Und jetzt wiederholen wir nochmal. Ich heiße Zuleika, ich komme aus dem Irak. Ich habe ein Kind, ich bin verheiratet. Ja, ich nähe mit Maschine in Kurdistan ein bisschen kurdische Kleid und gemacht. Mein Name ist Ahmad, ich komme aus Syrien, ich bin verheiratet, ich habe 5 Kinder, 4 Söhne und eine Tochter. Mein Beruf, Taschenschneider in Syrien, 25 Jahre gearbeitet in der Maschine. Ich habe eine kleine Werkstatt in Damaskus. Ich hätte gerne gearbeitet in Taschenschneider, aber ich kann das nicht in Deutschland. Vielleicht suchen Arbeit in Lager oder Küchehilfe. Ich hätte gerne Arbeit in Deutschland. Ich habe wieder Bilder verteilt und extras umgeknickt, dass man nicht die Augen sieht, sondern dass man sich genau nur auf die Mundpartie konzentriert. Und die Idee ist, dass diese Masken fürs Theater sind, damit ihr auf der Bühne eine Maske anhaben könnt, die zu eurer Rolle passt. Vollbart. Da hat jemand die Vokabeln gelernt. Sehr gut. Ein Vollbart. Also ich glaube, dass wir ganz viele Lebensbereiche mit dem Theater abdecken oder das Theater ganz viele Lebensbereiche abbildet und auch natürlich die Gewerke, sodass es einfach ganz viel praktischen Bezug gibt und ein ganz anderes Lernen ist wie am Tisch.
Und dann war es eigentlich Beatas Wahl, dieses Neinsager-Stück zu nehmen, was ja auch ein bisschen ein sperriges Stück ist. Jetzt will ich Liebewohl sagen. Ich begebe mich in Kürze auf eine Reise in die Berge. Die Wahl eines Stückes ist eigentlich ein bisschen was Intuitives und dann passt das Stück meistens. Also meistens zeigt sich irgendwann, warum das Stück passt. Und das Stück Nein-Sager oder Ja-Sager und Nein-Sager sind ein Stück über Entscheidungen. Und ich glaube, wir haben nie so viele, wir haben eine sehr, sehr entscheidungsträchtige Zeit. Ziemlich schnell stellte sich heraus, dass es wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass alle Zoom auf ihren Handys haben, dass wir immer wieder geübt haben. Und das war dann, als der Lockdown kam, natürlich eine große Hilfe, weil alle wussten schon, wie wir jetzt weiter online zusammenarbeiten können. Ich trage in meinem Herz großes Leid um diesen Geschock. Du warst nie länger aus meinem Gedächtnis. Und aus meinen Augen, als ich brauchte, um dein Essen zu bereiten, um deine Kleider zu richten und das Geld zu beschaffen. Danke. Wir haben dann sehr viel Theatertexte und Gedichte online miteinander weitergeübt. Der Vorteil dabei war, dass wir keine Masken tragen mussten, sodass wir die Aussprache sehr viel genauer erkennen und hören. Das war wirklich unerwartet hilfreich. Rauch. Von Dach steigt Rauch. Rauch. Möchte noch jemand erzählen, was er gestern gemacht hat? Ich habe gestern viele Hausaufgaben. Sehr gut. Das sind jetzt 13, 14 Wochen, sind wir jetzt komplett auf Zoom umgestiegen. Und das war erstmal eine Herausforderung. Ne? Könnt ihr das sehen? Lob ist lernend, auch von Bertolt Brecht. Ja? Lerne das Einfachste. Mhm. Ich arbeite ja relativ frei mit den Teilnehmern, einfach abhängig von deren Tempo- und Niveaustufen. Genau, und dann habe ich Reader geschrieben. Die bekommen sie jetzt mal per Post geschickt. Die haben das super gut aufgenommen und auch umgesetzt. Und wir haben wirklich dann auch Lernerfolge wirklich dann erreicht. Und ja, das macht mich schon ein bisschen glücklich auch. Der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Es ist ja nun mal ein Bochumer Projekt. Ja, und in einem Bochumer Projekt, wo es auch um Kunst geht, da mit Herbert Grönemeyer irgendwann um die Ecke zu kommen, finde ich eigentlich total naheliegend. Ist schon fast Pflicht. Und die Teilnehmer haben mir gegenüber halt immer wieder geäußert, dass sie gerne auch vor allen Dingen im Bereich Hörverstehen arbeiten möchten, dass das ist, was für sie am schwersten ist. Und da ist natürlich das Beste, was man machen kann, mit Musik zu arbeiten. In der zweiten Strophe, Strophe Nummer 2. Weil er ernt und weil er kämpft. Kämpft. Und weil er lacht und weil er lebt, du fällst. Ja, das hat mich sehr berührt tatsächlich, dieser eine Moment. Wie einer der Teilnehmer das dann gelesen hat und mir auch sagte, hey, den Text finde ich echt cool. Also ihr habt jetzt die Aufgabe, guckt nach den Vokabeln. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ja, hier Aufgabe 1, ja, die hier, dass ihr das nochmal schreibt. Genau, nochmal das Lied. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Die Lesegruppe liest auch immer wieder noch das bisschen Haushalt. Ja, sie lieben dieses Lied, dieses sagt mein Mann. Ja. Nesrin, möchtest du anfangen hier? Ja, das bisschen wischen ist doch kein Problem.
Das bleibt auch im Kopf, das bleibt im Ohr. Also ich mache das auch auf allen Niveaustufen. Es war einmal ein Dorf. Dort lebten Menschen. Männer und Frauen. Im Dorf lebten auch Kinder. Alte Menschen. Und Tiere. Sie benutzten Pferde statt Autos. Die Leute holten vom Feld die goldenen Garben. Die Frauen pflanzen Gemüse. Im Dorf gab es viele schöne Hütten. Auf den Straßen leuchteten die Lampions. Die Menschen sind früh schlafen gegangen. Die Männer haben Baumwolle und Mehl produziert. Alle waren selbstständig. Sie haben das Brot selber gebacken. Die Frauen haben die Wäsche im See gewaschen. Und die Kinder haben im See gebadet. Es war alles normal. Es war alles normal. Es war alles normal. Es war alles normal. Es war alles einfach. Es war alles einfach. Es war alles einfach. Es war alles einfach. Sie waren zufrieden mit ihrem Leben. Auf jede Frage war die Antwort ja. In diesem Dorf lebten die Ja-Sager. In diesem Dorf lebten die Ja-Sager. In diesem Dorf lebten die Ja-Sager. Ja-Sager. Ich begebe mich in Kürze auf eine Reise in die Berge. Also wir haben uns entschieden, dass wir Kimonos machen wollen, da das ein relativ einfacher Schnitt ist. Und wir wollten Kimonos machen, die von zwei Seiten tragbar sind, so dass auch ein Figurenwandel auf der Bühne stattfinden können. Diese langen Ärmel geben mir einfach eine ganz tolle Körpersprache. Ich wollte probieren, auf jeden Fall, dass wir auch Schnittkonstruktion probieren, über Zoom zu machen. Also habe ich probiert, das Schritt für Schritt Schnittkonstruktion beizubringen. Und das ist die kurze Seite. Die hier sind 29 cm. Der nächste Schritt ist diese lange Linie zeichnen. Die ganze Länge lang. Schön. Und es ist auch mal schön, irgendwie aus der eigenen Rolle ja auch und aus der eigenen Haut die mal zu wechseln oder mal loslassen zu können, indem man in eine Rolle schlüpft, ganz bewusst. Kleider machen Leute, habe ich gedacht, ja. So diese Farbgebung und dann die weiten Ärmel, da passiert was mit einem. Ich bin Ahmad Said Suleiman, Nachname Said Suleiman, Vorname Ahmad. Ich komme aus Syrien, aus Stadt Kamischli. Ich habe eine Familie, eine große Familie, und habe ich fünf Kinder, 25 bis 13 Jahre alt. Meine Muttersprache Kurdisch und Arabisch und ein bisschen Deutsch.
ich und Smile beim Museum, wir haben tanzen, ein bisschen singen, Kurdisch. Ja. Mein Hobby, Fußball spielen. Mein Lieblingsmannschaft, Real Madrid. Ich habe bei Syrien vor 15, 16 Jahren Fußball gespielt bei der Mannschaft Dschihad. Und jetzt in Deutschland, ich möchte meine Kinder trainieren, Fußball spielen. Ich mag sehr, sehr gut, wenn meine Kinder trainieren bei Fußball spielen. Ja, ich mache, ich glaube, 8 Jahre Bäckerei gemacht, aber bei uns, mein Heimland in Syrien, keine Ausbildung. 12 Jahre, ich habe bei Restaurant auch gearbeitet. Ja, ich möchte in Deutsch arbeiten, wenn ich finde, ich möchte arbeiten. Super. Ich bin der Lehrer. Nein, ich bin der Lehrer. Ich bin der Lehrer, ich habe einen Schüler, diesen Vater tut es. Er hat nur mir, seine Mutter. Jetzt will ich zu ihnen gehen, jetzt will ich zu ihnen gehen, jetzt will ich zu ihnen gehen und ihnen liebevoll sagen. Denn ich begebe mich in Kürze auf eine Reise in die Berge. Genau, und wie lange ist das? Das? Ja. Das? Ja. Nur hier. Und dahin, ja. Al-Dukhan. Al-Manzil al-Saghir, bein al-Ashjar, bijanib al-Buhayra. Min al-Saqf, yatasa'adu al-Dukhan, bidunihi. Ma ashaddu ma takuna wahsha. Al-Manzil, al-Ashjar, al-Buhayra. Was hast du da gelesen? Was? Erzähl, was hast du da gelesen? Die kleine Haus am See. Ich bin Tufaha. Ich komme aus Syrien. Ich bin verheiratet. Ich habe 4 Kinder. Ich habe 3 Mädchen und einen Sohn. Ich wohne seit 5 Jahren in Bochum. Ich bin Hausfrau und ich lerne Deutsch. Deutsch vorlernen sehr schwer. Ich spreche Kurdisch und ein bisschen Arabisch. Kurdisch Kleidung vor Hochzeit. Ich sitze am Straßenhang. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern. Wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel? Mit Ungeduld. Ja, das ist einfach so. Ja, wir sind hier am Dead End. Ja, wir wollten heute drehen und das hat leider nicht geklappt. Oder wir gucken mal, vielleicht klappt noch. Das ist sehr auszeichnend für das Projekt, dass man eigentlich permanent improvisieren muss. Aber das ist auch so eine künstlerische Eigenschaft, was bei den Einschränkungen eigentlich
man immer wieder weiter denken kann und soll. Und das zeichnet jetzt dieses Projekt noch besonders aus. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Wer noch lebt, sage nicht niemals. Das Sichere ist nicht sicher. Das Sichere ist nicht sicher. Ist nicht sicher. So wie es ist, bleibt es nicht. Bleibt so wie es ist, bleibt es nicht. So wie es ist, bleibt es nicht. Wer wagt zu sagen, niemals. Wer verloren ist, kämpfe. Wer verloren ist, kämpfe. Verloren ist, kämpfe. Wer seine Lage erkannt hat. Wer seine Lage erkannt hat, wie soll er aufzuhalten sein? Aufzuhalten sein. Denn die Besiegten von heute sind die Sieger von morgen. Sind die Sieger von morgen. Und aus niemals wird heute noch. Also nach den Live-Präsenzzeiten kam der Online-Zeit, dann die Hoffnung, dass man dann doch nach Ostern weitergeht. Dann haben wir weiterhin Bühnenstück geplant, bis irgendwann wir das mit Schmerzen loslassen müssten. Und dann haben wir umgeschränkt auf filmische Aufnahmen. Ich heiße Honglin Guo. Ich kam aus Peking, China. Meine Tochter und ich, wir leben in Bochum. Und ich bin Künstlerin, ich bin Malerin und auch ich bin Lehrerin, Chinesisch für Ausländerstudent von 15 Jahren. Ich kam Februar. Jeden Tag wir treffen in der Zoom. Meine Tochter auch einen Tag das Lampion gemacht mit mir zusammen. Ja, das ist sehr schön. Ja. Aber heute, ja, wir treffen in der Park. Mai Zung, seit dem Tag, an dem uns dein Vater verließ, habe ich niemanden als dich zur Seite. Du warst nicht lange aus meinem Gedächtnis und aus meinen Augen. Als ich brauchte, um dein Essen zu bereiten, deine Kleider zu richten und das Geld zu beschaffen. Vorher in Peking, ich habe keine Kimono getragen, nur traditional Kleidung, ja, getragen. Das ist einfach traditional chinesische Kleidung. Und dann haben wir diese kleine Geschichte, den Neinsager. Also mit dem Lehrer war eigentlich zu
über den Bergen zum Arzneimittel, also so Medikamente holen möchte. Der Knabe, wer unbedingt mitgehen möchte, obwohl er noch nicht reif genug ist, so eine Forschungsreise anzutreten. Die Mutter, die es natürlich bedauert, dass er mitgehen möchte. Das haben die Teilnehmer sehr schön verstanden. Und dann kommt der Konflikt, also wo der Knabe auf der Reise krank wird. Und das war eigentlich der spannendste Moment auch in dem gesamten Projekt, als ich das erzählt habe und als sie das verstanden haben. Dann ging die Diskussion los, was macht man auf so eine Reise mit jemandem, der krank wird? Ich trage in meinem Herz großes Leid um dieses Geschöpf. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir können ihn liegen lassen. Wir können ihn mitnehmen. Aber es ist fast unmöglich. Wir können mit ihm zurückkehren. Es ist schon, die Entscheidung für die Reise ist schon eine schwierige Entscheidung. Und dann gibt es eben auf dieser Reise diesen Krisenpunkt, er wird es nicht mehr schaffen. Entweder die Gruppe geht mit ihm und riskiert, dass alle zugrunde gehen, wenn sie ihn tragen, oder sie lassen ihn da, dann opfern sie ihn sozusagen, oder sie gehen alle zurück. Und da ist der Satz, in einer neuen Lage ist gut, neu nachzudenken. In einer neuen Lage! In einer neuen Lage! Ist gut! Ist gut! Neu nachzudenken! Neu nachzudenken! Da habe ich gesagt, ja, das ist ja jetzt unser Satz. Also da ging es um die Entscheidung, machen wir eine Aufführung oder planen wir um. Und dann haben wir umgeplant, was sich ja jetzt als sehr richtig erwiesen hat. Ich wollte meine Mutter Medizin holen. Aber jetzt bin ich selber krank geworden. Es ist also nicht mehr möglich. Mehr möglich. Mehr möglich. Ich will sofort umkehren. Der neue Lage entspricht. Euch bitte ich, umzukehren und mich heimzubringen. In eine neue Lage. Neue Lage, eine neue Lage. Ist gut, neu nachzudenken. Nachzudenken. Eine Reise voller Entscheidungen. Da gab es auch biografische Anschlüsse sozusagen. Was bedeutet das, wenn ich an irgendeinem Punkt eine Entscheidung fälle? Gehe ich weiter, gehe ich zurück? Ich werde was liegen verlassen hier. Auch andere Leute können weitergehen, Medizin holen. Wenn sie zu quick verlässt, ich noch lebend, sie kann nehmen mir zu quick die kleine Dorf und treffen meine Mutter. Das ist meine Meinung. Wenn ich und meine Familie reisen von Syrien nach Deutschland, wir immer mit dem Schiff reisen und mein Kind hat ein krank. Ich habe gedacht, wir nehmen zurück, wir viele Personen.
und wir müssen weitermachen. Also es gibt ganz viele Ebenen eigentlich, wo dieses Thema Weg, Gabelung, Entscheidung sich spiegelt. Das fand ich dann sehr, sehr spannend, also dieser Konflikt. Und dann wollte ich auch bei diesem Konflikt eigentlich das Stück so stehen lassen und dann irgendwie mit anderen Gedichten irgendwie die Geschichte abschließen. Lerne das Einfachste. Es ist nie zu spät. Lerne das A. B, C, lern es, fang an, du musst alles wissen. Du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Lerne man im Asyl, lerne man im Gefängnis. Lerne Frau in der Küche. Lerne 60-Jährige. Du musst die Führung du musst übernehmen. Suche die Schule auf Obdachlose. Verschaffen die Wissen Frierender. Hungriger greift nach dem Buch. Es ist eine Waffe. Du musst die Führung übernehmen. Du musst die Führung übernehmen. Schaue dich nicht zu fragen. Lass dich nichts einreden. Sieh selber nach, was du nicht selber weißt. Weißt du nicht? Prüfe die Rechnung. Du musst sie bezahlen. Lage den Finger auf jeden Posten, frag, wie kommt ihr hierher? Du musst die Führung übernehmen.